Hallo liebe Leute und willkommen zum weiteren Part von Amnesia Lost the Light. Letztes Mal standen wir zwar da hinten vor einem Raum, aber da wir da scheinbar verfolgt werden, oder so nach der Text, habe ich mich sofort im Schrank verbarrikadiert. Warum auch immer. Tschüss. Naja, diesmal geht's weiter und ich guck mal ganz vorsichtig hier um die Ecke. Ach ja, ich bin ja nicht alleine, bevor ich das vergesse zu sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist so toll, dass du wir und ich sitze hier und denke mir so, ja. Ja. Sagt er das auch bald mal? Der Super Worst Case ist auch wieder dabei. So ist es, liebe Freunde, hallo. So, dann gucken wir mal. Hier bin ich ja letztes Mal stehen geblieben. Da wollte ich ja nicht runtergehen, weil ich Angst habe, da kommt jetzt was von hinten. Machen wir mal die Türe zu. Ja, das ist. Ob das klug ist, weiß ich nicht. Wenn es von vorne kommt, habe ich natürlich auch ein Problem, ne? Ja, richtig. Das will ich gerade sagen, für eine eventuelle Flucht ist das natürlich ungünstig, aber ganz ehrlich. Oh mein Gott! So ein Geier war das jetzt. Eine Illusion. Ach so. Ach du Heiland. Einmal reicht. Gut. Alter, hier ist was eingebrochen. Alter, hier ist was eingebrochen. Ihr habt was geknallt. Ja. Wow. Das sieht so aus. Ach, guck mal an. Kann ich den jetzt einfach aufheben oder? Tja. Ah. Oder will ich dann sterben? Was ich eigentlich sagen wollte, bevor du geschrien hast. Soweit ich mich erinnern kann, kommst du ja, wenn so ein Monster dich findet, selten weg. Also. Wenn mich jetzt hier gleich, ich glaube, wenn ich mich hier ein Monster findet, dann. Wenn mich jetzt hier ein Monster findet, ich glaube, ich stelle mich blindlings in der Ecke, dass ich das nicht sehe und dass es mich einfach umbringen kann. Der Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Wehe. Dö. Wehe. Was denn? Ich würde ja jetzt gerne vom Bildschirm weggehen, aber dann hören die mich nicht mehr so gut. Mein Mikro steht 10 cm vom Bildschirm, damit die dieses Mausgeraschel da nicht mehr hören. Dann in Worten. Na? Boah, das hätte jetzt sein müssen. Du musst mir jetzt auch sagen, warum du das tust, weil ich höre die Sounds ja nicht von dem Spiel. Was? Ja, ich höre die Spielsounds nicht. Warum hast du da jetzt so vorsichtig um die Ecke gelugt? Ich hab, als ich da unten den Schlüssel aufgehoben habe, hat er so fürchterlich geknallt. Ach so. Und man weiß dann nie, was hier oben steht. Und ich dachte, vielleicht ist es ja die Möglichkeit, dass ich jetzt hier so ein Monster einfach durch die Decke geknallt ist. So ein Sumo-Monster oder sowas. Oder ein flaschiges kleines Miezekätzchen. Ich sehe nichts. Ach. Mach die Augen auf. Wo war denn hier jetzt noch eine Tür? Boah, so. Alter. Ich hab mich vor dem Schatten hier erschreckt, als ich. Respekt. Oh, Mann. Mein Gott, wofür ist der Schlüssel? Rusty Room Key. It looks like a Room Key Logo. Super, das hilft mir nicht. Nee? Boah, ich hab so einen Bammel. Du musst dir vorstellen, ich sitze 20 cm vor einem Fernseher, vor einem Flachbildschirm, weil ich den ja mit meinem Computer da verbunden habe. Oh, der feine Herr. Ja, der ist riesig. Da brennt dir die Augen jetzt so gerade weg und das knallt dir ja natürlich richtig ins Gesicht, ne? Ja, das glaube ich. Also hier sind jetzt links und rechts Steine runtergefallen. Also hier ist das runtergeknallter Quatsch. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich gerade mal meinen Bildschirm ein bisschen drehen. Ach so. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen eben heller, damit die Leute da auch überhaupt was sehen können, wenn ich da jetzt gleich um die Ecke gehe. Ach, ich glaube, also eigentlich normalerweise hat man das immer ganz gut erkannt. Ja, nach einer Zeit. Da bin ich aber schon seelisch gestorben. Ja, das ist ja nicht schlimm. Wehe. Daniel? Daniel. Düsentrieb. Von wem werde ich hier angesprochen? Da! Was? Stand da nicht gerade was? Er ist der Ritter. Ach so, nein, nicht da draußen, da im Raum. Wo? Ich meine, ich hätte da irgendwas so im Vorbeihuschen gesehen. Das sah komisch aus. Da! Das ist eine Lampe. Nein, dahinter, du Nase.
Boah, ich sehe durch den Nebel hier kaum was. Ja, dann kann das sein, dass es vielleicht irgendwie so ganz komisch nur aussah. Aber ich hätte schwören können, da war was. Also. Mach mich hier nicht fertig. Ja, wird mir nie in den Sinn kommen. Was hast du gesagt? Was ist denn jetzt kaputt? Keine Ahnung, die Tür ist offen. Was ist das denn für eine Tür? Ja, greif mich nicht an! Greif mich nicht an! Ich trau der Custom Story nicht. Ah, guck mal an. Wo kommen wir jetzt hin? Keine Ahnung, ich bin durch die komische Vogeltür gegangen. Na weh, wir sind jetzt im Keller. Ich bin jetzt schon wieder fertig mit den Nerven. Ach ja, ich habe so wenig Mitleid mit dir. Das sie, ja, wenigstens das. Wie hell. Danny, I hell, geil, hallo. Wie? Was stand da jetzt? Konntest du das so schnell lesen? Is that a guy on the shadow? Glaube ich, meine ich. Wo ist... Ich habe jetzt, ich habe zwar jetzt länger stehen gehabt, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz drauf geachtet. Wow. Ich gehe mal ein Stückchen weg. Weiß jetzt schon wieder. Was zum... Ein Uterus. Ach. Du Scheiße. Das hat hier jetzt mit Wasser gespickt, das gefällt mir nicht. Mein Computer leckt wieder herum. Bei 8 Frames, 9 Frames ist das ja auch... Kein Wunder. Jo, hier ist ein Wassermonster. Ehrlich? Siehst du, das ist unsichtbar. Wie? Die sind unsichtbar, ehrlich? Ja, dann... Pass auf. Kannst du gleich bestimmt irgendwo sehen, weil... Die bewegen sich durchs Wasser und du hörst nur Platschen. Das ist ganz pervers. Aber du siehst sie nicht. Du hörst nur Schreien ab und zu mal. Da ist es. Siehst du das? Nee. Da. Doch, da. Yo. Wenn ich im Wasser stehe, macht mich das brutalste. Wohin gehst du denn jetzt? Ja, geh jetzt mal ruhig woanders hin. Das interessiert mich. Ich nehme jetzt Kiste für Kiste alles mit. Komm, gib mir die Kiste. Das sieht ja creepy aus. Was, das Wassermonster? Ja, das, wenn sich das bewegt, sieht das irgendwie so ein bisschen... Lass mich... Du stehst da, glaube ich, doof. Ich stehe auf einer Kiste, da kann es mir nicht. Ach so. Was ist denn das für ein rotes Leuchten? Leuchtender Uterus. Ein leuchtender Uterus, sowas. Ja, aber ich weiß, wenn ich dem dieses Ding, wenn ich da jetzt drankomme... Oh, nein. Wo bist du denn? Na, komm her. Leckerchen. Da frisst das nämlich. Ernsthaft? Du willst es füttern? Das frisst das Vieh. Komm, hol's dir. Nee, du kommst jetzt nicht dann. Ah. Wenn's da auch hingeht. Schlimmer ist es. Ach, ich renn jetzt einfach. Du hast die Renntaste. Lauf, Forrest, lauf! Momentan kommt es mir nicht hinterher. Ich warte nur auf den nächsten Uterus, der mir gleich entgegenkommt. Ja. Haben wir da was drin? Kiste, du liegst leidlich im Weg. Ah! Ah, so. Einmal gestöhnt. Das hat sich gelohnt. Das Stöhnen? Ja. Hey, da ist ein Püsterich. Vielleicht kann ich jetzt da wegpüstern. Ein Püsterich? Ein Blasebalg. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl hier, wenn ich renne. Lass mich raten, die Tür jetzt, die hier vor mir ist, die kriege ich nicht auf, sondern nur mit einem Hebel, der sich da in einem Raum befindet, wo das Viech drin rumrennt. Wahrscheinlich. Sonst wäre es ja auch langweilig, oder? Ich meine, bis jetzt bist du ja ganz gut im Gang. Boah, bis jetzt kriege ich gerade die Krise. Also das Tor kann ich schon mal anfassen, ob es mir was bringt. Ist jetzt nicht dein... I remember this gate from a book. It's easy to open it with a needle. Ist nicht euer Ernst! Ja, dann such mal jetzt eine Nadel, ne? Würde ich mal sagen. Bewegt sich wieder. Wo ist denn das? Das steht doch da in einem Raum. Der war doch so verwinkelt, da komme ich doch gar nicht an dieses Viech vorbei. Eigentlich nicht. Es sei denn, du hättest das Viech mit dem Leckerchen komplett wegblocken müssen. Ja, wahrscheinlich.
Das Problem ist nur, du hast kein Leckerchen mehr, ne? Doch, das liegt ja da hinten. Ach so, ja dann. Das Viech steht ja jetzt genau. Das ist ganz schön aggressiv, dieses Ding, muss ich schon sagen. Ne? Du bist ja auch in seinem Wasser. Das ist Brackwasser. Ja, und? Auch Brackwasser kann wichtig sein für manche Monster. Hör auf. Das möpfelt die ganze. Geh weg. Mann. Ah. Tut mir leid, Leute, wenn er momentan ein bisschen langweilig ist, aber was soll ich machen? Wenn ich da jetzt reingehe, sterbe ich und das Viech ist weg. Wollt ihr das? Ich glaube nicht. Wir wollen dich sterben sehen, wir wollen dich sterben sehen. Ja, aber dann wäre ja das Viech weg und dann könnte ich hier einfach herumlaufen. Wo bleibt denn dann die Spannung? Verstehst du, was ich meine? Ich weiß nicht, ich bin nur die Stimme des Volkes. Aus dem Römischen Reich. Komm ich nicht rauf. Jetzt würde ich mir Gedanken machen. Friss die. Wenn es gefressen hat, geht es dann weg. Es greift mich an, es greift mich an, es greift mich an, es greift mich an. Nein, ich bin tot. Tudu. So, jetzt gucken wir mal, ob das so programmiert worden ist, dass ein Monster noch da bleibt oder dann weg ist. Natürlich! Es ist na, natürlich noch da. Das ist nicht immer selbstverständlich. Und mein Fleisch ist weg. Holst du es dir jetzt wenigstens? Oder verpisst du dich jetzt, du verfickter... Düt. Er frisst, es frisst, es frisst, es frisst, es frisst. Ich sehe das dann lauf. Spitzen. Okay, jetzt ist die Frage, was suchst du da? Eine Nadel, ne? Ja, eine hohle Nadel. Die sind so winzig, die findest du sofort. Ah, gut. Geh da rauf. Ich wollte gerade sagen, du solltest wirklich dem Wasser fernbleiben. War da nicht hinten nicht eine Leiter? Guck mal. Ist da nicht eine Leiter? Nee, ja, ach, das ist egal. Na, guck mal an. Ach, guck mal an, da geht es wahrscheinlich genau dahin, wo ich auch hin muss. Ne, war? Ja, da. Du Monsterchen? Dann immer der Monster hinterher, das Monster. Doch, ja, das ist doch eine Leiter, das ist doch da. Nicht da, da. Da. Ja, du guckst gerade drauf. Das ist eine Leiter, oder nicht? Ja, das ist eine Leiter. Das war knaftig, gut, dass du solch schöne Augen hast. Ja, ne? Guck mal, da ist die hohle Nadel. Ach, jetzt sag mal, bin ich gut oder bin ich gut? Kein Kommentar. So, wenn ich jetzt das hohle Viech noch loswerde, bin ich... Da glaube ich nicht. Ja klar, gerade warst du die ganze Zeit in einem Raum. Willst du mich jetzt verarschen? Geh wieder zurück. Geh weg. Weiche, böser Geist. Kommt dir das eigentlich auch so hinterher? Also wenn du jetzt da über die Objekte hüpfst? Das kannst du, ja, das hört mich halt, ne? Das ist ja kacke. Hören kann das hier auch noch. Ja, aber es hört auch, aber sehen kann es scheinbar nicht. Ach so. Ist da wieder Fleisch gefunden oder warum hat sich das jetzt da niedergelassen? Ist das Fleisch? Das wäre sehr praktisch. Bist du Fleisch? Heller Punkt am Boden. Ah, ich hasse dich. Fleisch, Fleisch. Das erinnert mich daran, dass ich gestern Nacht noch Hackbraten gemacht habe. Nicht, dass das jetzt irgendwen interessieren würde, aber... Hey Leute, ich hab Hackbraten. Und er macht gleich aus mir Hackbraten. Wortwix. Wortwix. Du musst so taktisch vorgehen, das ist unmöglich. Ja, taktisches Denken ist ja nicht so ganz deine. Wie? Willst du mich verarschen? Ey, wie komm... Willst du die hohle Nadel haben? Ich weiß so, dass du hier bist. So. Es ist nicht mehr ganz so rötlich. Bist du weg?
Versuch's doch mal. Ich trau. Oh nein, es ist nicht weg, es ist nicht weg, es ist. Nein, es ist nicht weg. Nein, es ist nicht weg. Bleib da oben drauf. Verpiss dich, ja. Hab Angst vor mir. Ja, genau. Ich bin so verletzlich, Monster, jetzt musst du Angst vor mir haben. Wenn das funktionieren würde, nicht wahr? Nein, 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 bist du bescheuert. Entschuldigung. Oh Gott. Jetzt fällt die Kiste. Aha. Run, Yippie. Ich finde das sehr faszinierend, was du da veranstaltest mit dem Monster. Macht Zirkus. Ja. Das Monster treibt mich rüber zu der Kiste. Das ist aber sehr sozial von dir. Na komm, das schaffst du aber. Tot. Du steckst immer zu viele Hoffnung in mir. Ja, irgendwie schon. Aber okay, wenigstens nicht die Kiste jetzt da, wo sie liegen soll. Ich versuche das jetzt mal mit umgekehrter Psychologie. Du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße, du bist scheiße. Das deprimiert mich nur. Das ist gut, das ist gut. Du bist scheiße, du bist scheiße. Wenn du die... Bitte? Gib die gleich mal. Wenigstens habe ich die hohle Nadel gemacht. Verziehst du dich jetzt wieder in den Raum? Das wäre sehr nett. Tatsache, ach, nee, doch. Ach, du bist ein Schatz. Ist nicht wahr, hast du ein Glück. Dann lauf, renn. Lauf, Schlampe, lauf. Darf man das eigentlich in einem Let's Play sagen? Ach. Was? Sicher. Ja? Cool. Also sollte man nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das Wort Lauf ja irgendwie politisch inkorrekt oder so. Weißt du, wer politisch inkorrekt ist? Deine Mama. Nein, deine Mama. Unsere Mama. Was? Warte, was? Das... Okay. Hinter Gittern. Der Monsterknast. Wetten, hier kommt jetzt das nächste Vieh. Das wäre ja langweilig, wenn nicht. Hast du da noch Wasser? Ach, jetzt ist es zu. Jetzt ist dicht. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Ich nehme jetzt so eine Kiste mal sicherheitshalber mit. Mhm. War klar. Und jetzt doch mal... Hinter mir! Oh. Bleib mir fern. Sing mit mir. Bleib im Fern. Da ist Boden. Ich überlebe. Da ist doch kein Boden. Da ist immer noch nass. Schade. Jetzt musst du nur noch da lang laufen. Das ist eine Treppe, oder? Ich weiß nicht. Kann sein. Ich sehe da hinten irgendwie Licht. Licht? Ist das Licht? Gefahr gebannt. Das sollte ich besser nicht sagen, oder? Solange das Wassermonster jetzt nicht plötzlich zum Landmonster digitiert, ist das eigentlich vollkommen egal. Nein! So. Ich musste es ja sagen, oder? Ich musste es ja sagen. Oh mein Gott. Nein. Schöne Sache. Gut, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich den Part. Finde ich gut. Bis zum nächsten Mal. Was? Es hatte viele schöne Momente dieses Mal wieder. Okay. Ah, Mann. Herrlich. Nicht zu viel. Das musst du dir mal mit Ton angucken. Ich hab dieses Stöhnen von dem nur gehört. Ich hab mich umgedreht und oh. Was lernen wir daraus? Nicht umdrehen, wenn von hinten jemand stöhnt. Ja, ich muss aber. Warum? Kann auch eine hübsche Frau sein, die stöhnt mit einer ganz tiefen Stimme. Ein bisschen verraucht hörte sich das an. Und die heißt dann Herbert, oder was? Ja, so sah er aus. Na,
Na gut, Leute, das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Ciao. Ja.